Kapitel 10.6. Ruhullah, der Geist Allahs. Die Beweise für den mystischen Glauben an die Vereinigung der menschlichen Seele mit Allah wurden fälschlicherweise aus einigen Koranversen hergeleitet. Die folgenden Verse werden benutzt, um zu belegen, dass im Körper eines jeden menschlichen Wesens ein Teil Gottes sei. Dann formte er ihn und hauchte ihm von seinem Geist ein. Sura Sajda, Vers 9. Wenn ich ihn nun vollkommen geformt und ihm meinen Geist eingehaucht habe. Sura Al-Hijr, Vers 29. Der Anteil vom Geiste Allahs, den er Adam einhauchte, wurde angeblich an die gesamte Nachkommenschaft Adams weitervererbt. Man bezog sich dabei auch auf den Propheten Isa, also Jesus, über dessen Mutter Allah sagte: Und der, die ihre Keuschheit wahrte, hauchten wir von unserem Geist ein. Sura Al-Anbiya, Vers 91. Deshalb glauben die Mystiker, dass sich dieser ewige und göttliche Geist im Menschen danach sehne, sich mit seinem Ursprung zu vereinen. Diese Interpretation ist jedoch falsch. Possessivpronomen, also mein, dein, sein, ihr oder unser, werden im Arabischen wie auch in anderen Sprachen in zwei allgemeine, vom jeweiligen Kontext abhängige Bedeutungen verwendet. Zum einen drücken sie eine Eigenschaft aus, zum anderen den Besitz von etwas, der ein Teil des Besitzers sein kann oder auch nicht. Beispielsweise im Befehl Allahs an den Propheten Musa: Steck deine Hand in deinen Kleiderausschnitt. Sie wird ohne Übel weiß hervorkommen. Sura Al-Qasas, Vers 32. Beide, die Hand und das Hemd, gehören dem Propheten Musa, Friede sei mit ihm. Seine Hand jedoch ist ein Teil von ihm, wohingegen sein Hemd sein Besitz und nicht Teil von ihm ist. Das Gleiche gilt auch für Allah hinsichtlich seiner Eigenschaften und seiner Schöpfung. Zum Beispiel sagt er über seine göttliche Barmherzigkeit: Doch Allah zeichnet mit seiner Barmherzigkeit aus, wen er will. Sura Al-Baqarah, Vers 105. Allahs Barmherzigkeit ist eine seiner Eigenschaften und nicht Teil seiner Schöpfung. Andererseits bezieht sich Allah manchmal auf erschaffene Dinge, indem er Pronomen wie sein verwendet, um zu betonen, dass er sie erschaffen hat. Es werden aber auch andere Dinge mit sein bezeichnet, um auf die besondere Wertschätzung hinzuweisen, die er diesen Dingen entgegenbringt. Beispielsweise zitiert Allah den Propheten Salih, Friede sei mit ihm, in Bezug auf jene Kamelstute, die er dessen Volk, den Thamud, als Prüfung gesandt hat. Wahrlich, nunmehr ist zu euch ein deutlicher Beweis von eurem Herrn gekommen. Diese Kamelstute Allahs als Zeichen für euch. Sura Al-A'raf, Vers 73. Die Kamelstute war auf wunderbare Weise als ein Zeichen zu den Thamud gesandt worden. Sie hatten nicht das Recht, sie vom Weiden abzuhalten, da die gesamte Erde Allah gehört. Ähnlich verhält es sich mit der Kaaba, die Gegenstand eines Paktes ist, den Allah mit den Propheten Ibrahim und Ismail schloss. Allahs Friede und Segen auf ihnen beiden. Reinigt mein Haus für die es Umkreisenden und sich dorthin Zurückziehenden, die sich Verneigenden und sich Niederwerfenden. Sura Al-Baqarah, Vers 125. Das Gleiche gilt auch für das Paradies. Zu den Rechtschaffenen wird Allah am Tage des Gerichts sprechen: Und tritt ein in mein Paradies. Sura Al-Fajr, Vers 30. Der Ruh, also der Geist, aber ist ein Teil seiner Schöpfung. Allah sagt im Koran:
und sie befragen dich über die Seele. Sprich, die Seele ist eine Angelegenheit meines Herrn, und euch ist vom Wissen nur wenig gegeben. Surah al-Isra, Vers 85. An anderer Stelle sagt er im Koran: So ist es. Allah schafft, was er will. Wenn er etwas beschlossen hat, spricht er nur zu ihm: Sei, und es ist. Surah Ali Imran, Vers 47. Außerdem sagt er: Wahrlich, Jesus ist vor Allah gleich Adam. Er erschuf ihn aus Erde. Alsdann sprach er zu ihm: Sei, und da war er. Surah Ali Imran, Vers 59. Der Befehl sei gilt für die gesamte Schöpfung. Folglich wird der Geist bzw. die Seele ebenfalls durch den Befehl Allahs erschaffen. Der Islam geht nicht von Gott als einem körperlosen Geist aus, so wie in manchen Religionen, zum Beispiel im Christentum. Weder hat er einen materiellen Körper noch einen körperlosen Geist. Er hat eine Gestalt, die seiner Erhabenheit entspricht. Kein Mensch hat diese Gestalt je gesehen, noch könnte sie jemand begreifen. Aufgrund der menschlichen Beschränktheit wird sie nur von denen gesehen, die in das Paradies eingegangen sind. So wird, wenn Allah vom Einhauchen seines Geistes in Adam und Isa spricht, deren erschaffener Geist besonders geehrt, um der bedeutenden Stellung Adams unter den Menschen gerecht zu werden und um die Verwirrungen bezüglich der jungfräulichen Geburt des Propheten Isa aufzulösen. Wenn Allah es sich zuschreibt, den Geist selbst eingehaucht zu haben, so ist dies in Wirklichkeit ebenfalls eine Verdeutlichung seines Willens und seiner erhabenen Macht, denn gewöhnlich sind es die Engel, die Seelen in die Menschen hineinbringen und wieder herausholen. Dies wird durch den folgenden Hadith von Ibn Mas'ud offensichtlich, welcher berichtet, dass Allahs Gesandter gesagt hat: Wahrlich, die Schöpfung eines jeden von euch wird im Leibe seiner Mutter in 40 Tagen zusammengebracht. Danach ist er ebenso lang ein Blutklumpen. Danach ist er ebenso lang ein kleiner Fleischklumpen. Danach entsendet Allah einen Engel, der mit vielerlei beauftragt wird. Mit der Bestimmung seines Lebensunterhalts, seiner Lebensdauer und ob er elend oder glückselig sein wird. Dann haucht er ihm die Seele ein. Folglich lässt Allah den Geist eines jeden Menschen von einem seiner Engel einhauchen. Durch die Aussage „Er hauchte ein“ erinnert uns Allah daran, dass er die primäre Ursache all dessen ist, was in der Schöpfung stattfindet. Vergleiche den Vers: Obwohl Allah euch und das, was ihr gemacht habt, erschaffen hat. Surah As-Saffat, Vers 96. Kurz vor der Schlacht von Badr warf der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, eine Handvoll Staub auf die feindlichen Reihen, welche sich hunderte von Metern entfernt versammelt hatten. Jedoch ließ Allah durch ein Wunder einiges vom Staub die Augen des Feindes erreichen. Allah erwähnt dieses Ereignis wie folgt: Und nicht du hast geworfen, sondern Allah hat geworfen. Surah Al-Anfal, Vers 17. Damit gab Allah dem Geist einen Ehrenplatz unter den von ihm erschaffenen Geistern, indem er ihnen sich selbst zuschrieb. Es ist nicht gemeint, dass Allah einen Geist hat und ein Stück davon in die Propheten Adam und Isa eingehaucht habe. Um diesen Punkt zu betonen, verweist Allah auf den Engel, welcher als sein Geist gesandt wurde, um Maryam zu berichten. Da sandten wir unseren Geist zu ihr, und er erschien ihr in der Gestalt eines vollkommenen Menschen. Surah Maryam, Vers 17. Der Koran ist eine Einheit, dessen Verse sich gegenseitig erklären, und die Aussagen und Handlungen des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, verdeutlichen seine Bedeutung weiter.
Wenn Verse aus dem Zusammenhang herausgerissen werden, kann die Bedeutung des Korans sehr einfach entstellt werden. Zum Beispiel heißt es in Surah Al-Ma'un, Vers 4, Wehe den Betenden. Dieser Vers ist, wenn er alleine steht, in totalem Widerspruch zum Rest des Korans und des Islams. Salah, also das Gebet, wurde an zahlreichen Stellen im Koran als Pflicht auferlegt. Zum Beispiel, Wahrlich, ich bin Allah, es ist kein Gott außer mir, darum diene mir und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Surah Taha, Vers 14. Der obige Vers aber tadelt ganz allgemein diejenigen, die ihr Gebet verrichten. Jedoch verdeutlichen die folgenden Verse die beabsichtigte Bedeutung. Diejenigen, die bei der Verrichtung ihres Gebets nachlässig sind, die nur dabei gesehen werden wollen und die Hilfeleistung verweigern. Surah Al-Ma'un, Vers 5 bis 7. Folglich gilt der Fluch Allahs dem Gebet der Heuchler, die zu glauben vorgeben, aber nicht allen Gläubigen, die das Gebet verrichten. Eine klarere Übersetzung des Verses, dann formte er ihn und hauchte ihm von seinem Geist ein, wäre, dann formte er ihn und veranlasste einen seiner Geister, in ihn einzutreten. Folglich gibt es für die mystische Vorstellung der unerschaffenen menschlichen Seele, die sich danach sehnte, sich mit dem Ursprung, nämlich mit Gott, wieder zu vereinen, keine Grundlage in den göttlich offenbarten Schriften. Im Islam gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen den arabischen Begriffen Ruh, also Geist, und Nafs, also Seele, in Bezug auf den Menschen, außer dass Nafs gewöhnlich in Verbindung mit dem Körper gebraucht wird. Im Koran sagt Allah, Allah nimmt die Seelen zur Zeit ihres Sterbens zu sich und auch die Seelen derer, die nicht gestorben sind, wenn sie schlafen. Surah Az-Zumar, Vers 42. Salama berichtete vom Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, dass er gesagt hat, Wahrlich, wenn der Geist genommen wird, folgen ihm die Augen. O du ruhige Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, wohlzufrieden und mit Allahs Wohlwollen. So schließ dich dem Kreis meiner Diener an und tritt ein in mein Paradies. Surah Al-Fajr, Vers 27 bis 30. Demzufolge wird die Seele eines rechtschaffenen Menschen schlussendlich weder mit Gott verschmelzen, noch sich mit seiner Erhabenheit vereinen. Vielmehr wird sie mit einem Körper wieder vereint, eine begrenzte Seele bleiben und dabei die Freuden des Paradieses genießen, solange Allah es wünscht.